die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga Nord. Unsere Hannover Indians gegen die Scorpions aus Langenhagen. Ist das eigentlich an? Hört man mich gut? Gut. Endstand 4:2 vor 4.488 Zuschauern in einer tollen Stimmung heute Abend am Pferdeturm. Ich begrüße wie immer die beiden Trainer. Zu meiner Linken unseren Piwi Willmann und zu meiner Rechten Lenny Socho, Trainer der Scorpions. Und mit dem fangen wir auch an. Lenny, deine Spielanalyse. Ja, glaube ich nicht so viel. Muss man zwei Spiele gewinnen oder zwei Spiele verlieren. Sonntag ist das nächste Spiel und hoffen auf Marcus, dass er wieder dann spielen kann und der Darcy ist wieder da und dann werden wir alles tun, das erste Sieg zu holen und vielleicht sehen wir uns, oder wir werden uns sehen am Dienstag wieder. Du hast ja gerade erwähnt, Rotzinetz, wir haben gehört, ist das richtig, Gehirnerschütterung oder wie sieht es um ihn aus? War ein Check, Ending weitergespielt und das war's. Dann machen wir weiter mit Piwi. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Deine Spielanalyse fällt wahrscheinlich etwas umfangreicher aus. Meine ist ganz klar. Also wie gesagt, das war ein wichtiger Sieg. Wir haben natürlich im Überzahl den Sieg geholt. Auch ganz klar, wir haben eben die 5 Minuten besser gespielt, wie es die Scorpions gemacht haben. Und von daher sehen wir uns am Sonntag wieder. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Hat aber schon ziemlich gut geklappt mit dem Überzahlspiel. Habt ihr das jetzt extra nochmal trainiert, weil gleich 3 Dinger in so kurzer Zeit? Ja klar, ich meine, das ist jetzt gerade im Playoffs sind halt die Überzahlsituation immer extrem wichtig und die Unterzahlsituation, das haben wir gesehen, das haben wir gut gekillt, die 5 Minuten. Und eben die 5 Minuten Überzahl haben wir sehr effektiv gespielt und natürlich haben wir es auch trainiert, das ist wichtig für die Playoffs. Und wir haben natürlich mit dem Robert nochmal einen guten Routinier dazugekommen, der halt so ein Überzahlspiel auch gut gestalten kann. Von daher ist es dann immer sehr wichtig, sowas zu haben. Wie sehr hat euch denn heute die Stimmung nochmal den Extraschub gegeben? Ja, das ist natürlich immer klar, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn so viele Leute am Pferdeturm sind. Das ist ein Eishockeyfest, das pusht uns nach vorne, es pusht aber auch die andere Mannschaft nach vorne. Wie gesagt, da dürfen wir jetzt nicht so viel drüber reden, wir wollen jetzt uns wieder konzentrieren aufs nächste Spiel. Das ist jetzt abgehakt, wir haben den ersten Step gemacht und am Sonntag geht's weiter. Gucken wir gleich mal weiter. Wie sieht denn jetzt der Samstag aus, also morgen? Morgen ist Regeneration angesagt, dann gucken wir mal, was die Verletzten machen. Chico ist auch im Krankenhaus. Wie gesagt, da gucken wir dann auch mal, was los ist und dann sehen wir einfach, wer noch da ist und wer noch spielen kann. Und die geben dann alles am Sonntag. Und worauf kommt es dann in Langenhagen an? Du musst genauso konsequent wie heute spielen. Du musst auch gegenhalten, ist auch ganz klar. Wir wissen immer, es ist ein gut Skating-Team, das auch hart arbeitet, das auch auf den Körper fährt. Wir fahren jetzt auch auf den Körper, ist auch ganz klar. Das ist wichtig. Wir müssen nur gucken, beide Mannschaften eben so. Wichtig ist die Gesundheit der Spieler, ganz klar. Das darf nicht passieren, halt, dass halt zwei Leute vielleicht eine Gehirnerschütterung haben oder bewusstlos sind. Da müssen wir selber Trainer auch nochmal reagieren und sagen, Boys, alles unten lassen, hart und fair, das ist die Devise, das ist extrem wichtig, weil es soll hier keiner zum Schaden kommen. Also Eishockey ist schön und gut, aber Gesundheit geht vor. Ja, erstmal vielen Dank soweit. Dann gebe ich ab an die jungen Reporter der Buhmann-Schule. Wo sitzt sie denn? Irgendwo da verstecken sie sich. Jungs, eure Fragen an die beiden Trainer. Ja, Frage an beide Trainer. Liegt das Hauptaugenmerk jetzt erstmal auf die Meisterschaft oder auf die nächste Playoff-Runde? Wir fangen mit Lenny an. Ich glaube, ich kenne die an. Wir spielen hier in der Oberliga im 9. Finale. Ich glaube, was nächste Woche passiert, interessiert alle, die hier sind, glaube ich auch nicht. Und interessiert uns beide auch nicht. Wir wollen erstmal die Meisterschaft spielen und wir wollen beide gewinnen. Und das ist für uns das Wichtigste. Lenny hat es gesagt. Nächste Frage. Das war's, dann eröffnen wir die offene Fragerunde. Die Jungs gehen rum mit dem Mikro. Ich bitte um Handzeichen. Eine Frage. Alle Fragen beantwortet. Gut, dann darf ich um einen Applaus bitten für das Catering vom Feinsten. Und für Kaffee Engelke für das leckere Gebäck. Und dann wollen wir natürlich nicht vergessen unsere Damen vom Eingang und unsere Servicekräfte. Dafür auch nochmal kräftigen Applaus.
Und noch mehr als über den Applaus werden die sich freuen, wenn ihr am Ende nochmal an dem Schweinchen mit der Krone vorbeigeht und da was einwerft. Dann erstmal vielen Dank bis hierhin. Lenny, ich wünsche euch eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg kann ich euch jetzt nicht wünschen, logischerweise. Den wünsche ich euch am Sonntag. Und ja, Sonntag dann das Entscheidungsspiel. 18 Uhr ist Bulli in der Eishockeyhalle Langenhagen. Ich hoffe mal, dass wir uns nicht am Dienstag sehen. Falls doch, dann bis dann hier am Dienstag am Pferdeturm. Noch ein schönes Wochenende und schönen Abend. Applaus